Willkommen zurück zu Punkt 7 meines Countdowns bis zum Ende des Jahres 2021 mit Vorbereitung auf das Jahr 2022. Heute zum Thema Beziehungen justieren. Ja, wie soll ich sagen? Nach der Beziehung zu dir selbst, die du maximal liebevoll halten sollst und ja, leben darfst, gilt es darum, deine Beziehungen zu kitten, zu justieren, zu verbessern im Vergleich mit anderen Menschen. Welche Menschen, erstmal die Frage, die ganz wesentlich ist, welche Menschen sind dir wichtig in deinem Leben? Welche Menschen tragen dazu bei, dass du deinen Zielen näher kommst? Ist es dein Chef in der Arbeit? Sind es deine Kunden? Sind es deine Mitbewohner? Ist deine Familie? Sind es deine Freunde, deine Partnerin, deine Kinder? Was auch immer in deinem Umfeld ist, das dich beflügelt, die dich unterstützen, die auch da sind für dich, wenn du mal jemanden brauchst, wenn es dir mal nicht so gut geht, die dich wieder ja, aufheitern, dann überleg dir, wie du diese Beziehung vielleicht noch besser, noch freundlicher, noch liebevoller gestalten kannst. Denn die Menschen, die dich wirklich lieben, die sind auch immer an deiner Seite, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du vielleicht einen Durchhänger hast, wenn du am Ende mal angelangt bist und keinen Ausweg mehr findest, dann siehst du, wer wirklich zu dir gehört, wer wirklich das Beste für dich will. Und diese Beziehungen geht es nicht nur zu halten, sondern auch zu verstärken, zu verbessern. Und daher ganz enorm wichtig für mich für das neue Jahr, auch einer meiner persönlichen Vorsätze, alle diese Vorsätze oder diese Regeln, die ich dir weitergebe, die wende ich auch an. Aber besonders was die Beziehungen angeht, darfst du dir sagen, wo sehe ich dann noch Verbesserungspotenzial, wenn es darum geht, ja, mich mit Menschen auch abzugeben, die vielleicht nicht immer die gleiche Meinung zu Themen haben, was Soziales, Politisches, Wirtschaftliches angeht, aber die mir trotzdem am Herzen liegen. Wie kann ich trotzdem mit denen im liebevollen, respektvollen Umgang sein? Schau doch mal auf dein persönliches Verhalten. Ich sage immer, was wäre, wenn du dich aus der Position eines Dritten siehst, wenn du jetzt zum Beispiel im Dialog bist, im Gespräch mit einer Person und du merkst, dass du nicht mehr so ganz in deiner Energie bist, dass du nicht mehr so ganz bei dir bist, dass du dich von deinen Emotionen tragen lässt, beziehungsweise die Emotionen, die du von dem Gegenüber spürst, die dich mitnehmen, dann geh doch mal in die Position von jemand Außenstehenden und sieh dich ganz objektiv und betrachte dich selbst. Wie siehst du dich? Was macht das mit dir? Bist du zufrieden mit dem Verhalten, mit den Worten, mit der Gestik, mit den Ausdrücken, mit deiner Energie, die du spürst von dieser Person, die du gerade darstellst, die du da bist in diesem Verhältnis? Und sehe das Ganze auch, die Ausdrücke. Vielleicht nimmst du auch in Zukunft mehr die Mimik, die Gestik, ja, die Augen, die Augenbewegungen, die Mundbewegungen deines Gegenübers besser wahr und konzentrierst dich darauf, anstatt ja, den Augenkontakt zu meiden oder denjenigen nicht anzuschauen oder diejenige, sondern vorbeizuschauen, auszuweichen. Nein, konzentriere dich mal auf die Reaktion deines Gegenübers, wenn du sprichst, wenn du dich ausdrückst, was passiert damit? Und dann versuche zu festzustellen, was löst das Ganze aus? Wo hast du vielleicht nicht achtsam gesprochen, nicht aus deiner Energie raus, sondern weil du zornig warst, weil du gestresst warst und wo der andere gar nicht dafür kann. Also beobachte mal ganz genau deine Gegenüber, die Beziehungen, die du führst mit Menschen. Schau dich von außen an, lerne es wirklich, dich von außen zu betrachten. Das ist eine der wichtigsten Übungen, die ich jemals gelernt habe, ist dich von außen zu betrachten, dich so zu akzeptieren oder beziehungsweise so zu reflektieren, wie du auf dich selber wirkst. Und Ganze kannst du über Videos machen, das kannst du über den Spiegel machen, indem du dich anschaust und mal einfach vielleicht auch übst, die Worte auszusprechen, die du jemandem sagen willst, weil du dich da, wenn du darauf vorbereitet bist und einen Plan hast, den Prozess verläufst, einen Prozess durchgehst im Kopf, schon in deiner Fantasie, wie du ein Gespräch, wie du einen Kontakt haben willst, dann wirst du auch dann im
direkten Gegenüber in einem körperlichen Kontakt fähig sein, diese Rolle zu spielen, beziehungsweise bei dir zu sein oder im bewusst diese Rolle einzunehmen, die du gerne sein willst. Ich sage nicht, dass du nicht mehr bei dir bist, ich sage nur, dass du bewusst diese Rolle einnimmst, mit jemandem im Kontakt zu stehen und so eine Beziehung zu führen, wie sie für beide Seiten ja genussvoll, akzeptabel und auch liebevoll ist. Daher, ja, überleg dir die Beziehungen, schreib dir das gleich vielleicht auf, welche Beziehungen du nächstes Jahr 2022 anders führen willst, besser führen willst oder vielleicht auch neu beginnen willst. Was darfst du dafür sein? Wie darfst du reingehen? Maximal detailliert dir aufschreiben, wie du sein willst, was du sagen willst. Natürlich darfst du immer einen Puffer haben, eine Marge der Flexibilität. Es geht nicht darum, hundertprozentig genau das zu machen, was du dir vorher vorgestellt hast, sondern einfach nur zu sagen, okay, das ist der Ausgangspunkt, das ist der Endpunkt, so ungefähr möchte ich den Weg gehen. Wenn du weißt, welchen Prozess es bedarf, um an dein Ziel zu kommen, dann wirst du es auch schaffen. Aber unvorbereitet in wichtige Gespräche zu gehen, in wichtige Beziehungen zu gehen, ist für mich nachlässig und ja, besonders im beruflichen Bereich ist es sehr wenig unprofessionell, wenn du unvorbereitet, komplett unvorbereitet in Meetings gehst oder auch in Kundengespräche oder was auch immer dich zum Erfolg bringt. Sei vorbereitet, hab Spaß daran, deinen Kontakt zu kreieren. Du bist der Meister, die Meisterin deines Lebens, deiner Realität und du kannst ja auch zwischenmenschliche Beziehungen so schaffen, wie du sie willst. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, ein Abonnement, wenn dir mein Kanal gefällt, ein Like, was auch immer dir gut tut, was auch immer dir stimmig kommt, wenn es was du als stimmig empfindest. Danke nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.